Weißt du, das Paradoxe ist, der Witz an der Sache ist, wir als Baptisten die kostenloseste Errettung überhaupt predigen, das kostenloseste Evangelium überhaupt, Errettung aus Glauben, komplett ohne die Werke, wir tun gleichzeitig die meisten Werke. Wir gehen am meisten Seelen gewinnen. Wir versuchen, ein striktes, gottgefälliges Leben zu führen, das Gott gefällt. Wir kommen mit der richtigen Lehre, wir wollen ein gottgefälliges, gerechtes Leben leben, wir wollen Seelen gewinnen, die Werke tun. Warum gerade wir, die wir so ein kostenloses Evangelium predigen, das richtige Evangelium, die richtige Lehre? Warum? Weil wir eben gerade durch die kostenloseste Errettung überhaupt, durch das richtige Evangelium, durch die richtige Lehre, weil wir gerade dadurch die Liebe Christi mehr erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Und die Liebe Christi spornt uns an, ein gerechtes Leben zu führen. 1. Petrus 2, Vers 24 sagt, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Lasst uns beten.